Einen wunderschönen guten Abend. Es ist jetzt einen Tag vor Silvester. Ich hoffe, ich schaffe heute noch das Video hochzuladen. Dadurch, dass Weihnachten vorbei ist, wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich an Weihnachten gegessen habe. Heiligabend gab es eigentlich essensmäßig nichts Besonderes. Den Apfelstrudel, den es von Schwiegermama gab, den habe ich vergessen zu fotografieren. Aber dafür unseren leckeren veganen Käsekuchen mit Simply V. Er ist ein bisschen flach geworden, wie ihr seht auf dem Bild. Aber er hat richtig geil geschmeckt. Das Problem ist, man konnte schlecht einschätzen, wie groß er sein muss. Meine Freundin hat eine normale Kuchenform genommen und dann ist er ziemlich flach geworden. Also ihr solltet einfach eine kleinere Kuchenform nehmen, am besten halb so groß vielleicht sogar. Ich kann euch das Rezept gerne mal unten verlinken zu Simply V. Die haben das auf ihrer Seite direkt angezeigt. Das war echt, also absolut hammermäßig geil. Man kann es nicht mit einem normalen Käsekuchen vergleichen, aber ich fand, es ging schon ein bisschen in die Richtung und hat einen richtig geilen Geschmack gehabt. Zusätzlich gab es dann noch so kleine Brownies, die waren mit dem Schokoaufstrich von Simply V. Ja, waren ganz lecker, würde ich jetzt mal so sagen, sahen ganz gut aus und waren auch ganz lecker, aber ich fand sie ein bisschen langweilig. Meine Freundin hatte aber auch weniger Zucker als normal reingemacht. Vielleicht lag es auch daran, aber ich fand sie auch ein bisschen zu trocken. Aber ansonsten kann man ja auch von Simply V so den Schokoaufstrich essen. Der schmeckt ja auch total lecker. Und zum Abendessen gab es nichts Besonderes, also so irgendwie bei der Familie Block Tradition nichts Großartiges zum Abendessen. Und da gab es von Wiesenhof diese Reisnuggets. Was ich geil finde an diesen Reisnuggets ist halt, innen drin ist wirklich so gut wie gar keine Chemie, sondern wirklich eigentlich nur Reis, also sogar sojafrei. Das einzigste Ungesunde ist halt wirklich die Banane. Und dazu gab es den veganen Kartoffelsalat von Schwiegermama. Und ja, ein paar Dosen, Gurken. Ja, und das war es dann eigentlich schon wieder an Heiligabend. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann wieder bei Schwiegereltern. Da gab es dann was Richtiges. Schwiegermama hat versucht, für uns was Leckeres, einen veganen Braten zu machen. Und zwar war der auf Basis von Kichererbsen. Das war jetzt mein dritter veganer Braten und das dritte Mal bin ich enttäuscht. Ich denke, ich werde es vielleicht noch einmal probieren mit einem Linsenbraten. Das erste Mal war es ja Nussbraten. Der hat ja lecker geschmeckt, aber 5 Stunden Aufwand war mir dann doch zu viel. Das zweite Mal gab es dann, was war das, ein Bohnenbraten, ne? Kidneybohnenbraten. Den fand ich ein bisschen zu trocken. Und dieses Mal halt dann eben der Kichererbsenbraten. Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, gab es dann natürlich nur klassisch Klöße, Rotkohl, bisschen Kroketten und so eine Art vegane Bratensoße. Die Bratensoße war ganz lecker, fand ich. Also die war wirklich, die war gut. Das Rezept werde ich mir, glaube ich, mal von Schwiegermama klauen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag waren wir dann bei meinen Eltern im schönen Frankenland. Da gab es dann auch ein bisschen was Typisches. Fränkisches, einmal Semmelknödel, dazu normale Knödel, dann ein bisschen Rotkohl, wie man bei uns so schön sagt, Blaukraut, bisschen Tofu geschnetzeltes und gedämpftes Karottengemüse. Und das war's dann eigentlich auch schon. Würde mich mal freuen, wenn ihr vielleicht mal unten drunter in die Infobox schreibt, was ihr so gegessen habt. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein paar Inspirationen für nächstes Weihnachten geben können. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Morgen kommt nochmal ein kleines Video von mir. Deswegen wünsche ich jetzt noch keinen guten Rutsch, sondern erst morgen. Und dann bis morgen. Ciao, euer Stefan.